Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute einen Gast aus Nürnberg. Mit dem holen wir heute zusammen sein Auto ab. Und zwar den Pietro. Hi Leute. Wir kennen uns eigentlich schon lange. So, wir kommen noch so aus der ganz wilden Zeit. Oh ja. Das waren noch so unsere Fahrenwalder, Aral, Hannover Hardcore, nachts unterwegs, Autobahn. Mehr Details können wir nicht nennen, Zeit. Nein, aber es wäre ja verjährt mittlerweile. Ne? Damals mit 996 Turbo warst du unterwegs, genau, beziehungsweise richtig. Schmale Karosse, ein weißes Auto. Ich weiß noch, Carbondach damals. Ne? Carbondach, richtig. Genau, das werde ich immer nicht vergessen. War so mit eins der ersten Autos immer so mit Carbondach. Weil die ganzen BMWs hatten zwar schon serienmäßig damals Carbondach, aber das waren ja ganz neue Autos noch. Ne? Ja. Wie lange ist das her? 5 Jahre, 7 Jahre? So das müsste jetzt tatsächlich, warte mal, lass mich überlegen, 4, 5, 6, 7 Jahre ist das. Ist schon so lange her, ne? So, und jetzt hatte Pietro mich vor ein paar Monaten gefragt, und zwar hast du dein Mercedes, dein aktuelles Auto, zum Core Tuningwerk gebracht. Ja. Bisschen besonderer C63, weil C63 Kombi breiter gemacht. Ja. Da bin ich mal gespannt, das gucke ich mir auf jeden Fall ganz genau an. Ja. Weil deutlich breiter gemacht. Schwarz, alles schwarz, gefällt mir eh immer gut. Ja. Schwarze Felgen, also BBS-Felgen. Und jetzt kommt das Entscheidende, serienmäßig ist da ein 4 Liter Biturbo drin und Core baut dir jetzt einen E63 Motor an. Genau, ist aber auch ein 4 Liter Biturbo. Das heißt, im Endeffekt, da ändert sich gar nichts. Wenig. Nur Kolben und Blei sind anders gebaut. Ich weiß noch, Core hat selber auch ein eigenes Projekt, auch ein E63, da ist aber noch der 5,5er drin. Genau, der 5,5er ist so, da kann man viel mehr Leistung rausholen, durch den, weil er einen größeren Hubraum hat. Und die aktuellen sind dann aber wiederum einen 4 Liter. Genau, identisch. Plus 100, glaube ich, 110 PS mehr ab Werk. Okay, krass. Und die kann man oben raus wieder rausspielen. Wie kommt es, dass du nach 9 und 6 dann auf eine C-Klasse Kombi gegangen bist? Weil ich Papa geworden bin. Echt? Also schon genauso kombimäßig, wie man immer sagt, Pampers Bomber. Ja, ist so. Also das war der Deal. Ich habe damals viel gearbeitet in der Gastronomie. Und hat mein Vater damals, da war ich noch nicht der Chef, habe ich gesagt, Papa, ich möchte einen Porsche kaufen. Und da hat mein Vater gesagt, ja, da arbeitest du das ganze Sommer durch. Und dann kann ich mir kaufen. Und das habe ich dann wirklich gemacht. Ich hatte April, Mai, Juni, Juli, August durchgearbeitet, ohne freien Tag. Also das heißt, 12 Stunden am Tag, Vollgas. 3 Monate lang, ohne Pause. Und dann bin ich zur neuen FF und habe meinen Porsche Turbo bauen lassen. Ne? Von denen her. Ja, war schon cool. Blenden auf jeden Fall mal ein Foto ein. Weil auf den ersten Blick, also genau das Gegenteil von deinem Kombi jetzt, weil der war ja auf den ersten Blick immer irgendwie komisch schmal. Ja. So, weil man ist bei 906 Turbo immer so breite Karosse gewöhnt und jetzt genau andersrum. Ja, das war so Rarität, Einzelstück, keine Ahnung. Den habe ich dann, ich bin da direkt hingefahren, habe angerufen und der Jan Vatauer war echt ein cooler Mensch, ist ein cooler Mensch. Er hat gesagt, komm vorbei und dann haben wir uns zusammengeguckt, in 4 Stunden haben wir alles zusammengeschrieben und dann ging es los, ein Jahr lang. Und damals auch über 900 PS, ne? 830. 830, okay. Wie wir miteinander gespielt haben. Aber man muss bei Porsche, sagt man immer, du brauchst mit einem anderen Auto, um gleich schnell zu sein, 100 PS mehr, ne? Genau, richtig. So, das war immer so damals. Die bekannten Porsche PS. Ja, ja. Porsche PS sind Porsche PS. Also kannst du sagen, was du willst. Das sind einfach Rennpferde, ne? Ja, das sind nicht so langfüßige Pferde. Nie wie der Ferrari. Die Ferrari PS, die gehen eher nach hinten. So, okay, also Umstieg auf Mercedes, relativ schnell war klar, Papa, muss mehr Bums rein. Ja. So. Also er hat ja gleich, wie ich ihn gekauft habe, hat er gleich Downpipe und Software bekommen, 650. Und das Jahr drauf kam schon Lader und also mehr 770 war letztes Jahr der letzte Stand. Mehr ging nicht. Mhm, und ich hatte das, den E-Klasse-Umbau durch einen Kumpel gesehen und er hat meint, frag doch mal Core. Ja, ja. Und dann durch dich bin ich dann zu Core gekommen und die haben echt gute Arbeit. Ja, gemacht. Die machen das schon. Ja. Die werden auf jeden Fall, wenn die das Auto nachher rausgeben, dann kannst du auch sicher sein, dass ja, das funktioniert. Ja, also er wird auch wahrscheinlich auch brutal rennen. Also. Das Ganze ist dann ja logischerweise Heckantrieb. Heckantrieb, ja. Aber wir haben ja 305er Reifen. Durch den Breitbau habe ich jetzt kein 265er Serie mehr, sondern einen 305er Reifen. Ah, und der macht krass. Schon, das ist schon ein Unterschied. Ja, wenn das ist dann Porsche-Dimension hinten. Genau, auch, richtig. Ja, ja. Genau. Krass. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, dann geht's ab nach Launau und wir gucken mal, was da rauskommt. Was dabei rauskommt, wenn er. Los geht's. Super, auf geht's. Da sind wir. Ja. So, da hinten haben wir auch gleich den Verantwortlichen. Daniel, gleich hierher kommen, nicht weglaufen. So, wir sind bei Core in Launau eingekommen. Auto steht schon auf dem Prüfstand. Wir haben das Auto gerade schon in unseren Gedanken vorgestellt. Pietro ist ein bisschen aufgeregt. Ja. Hoffe ich, denke ich. Ja. Ultra. Wie lange war das Auto jetzt hier?
Fast 5 Monate. 5 Monate, ne? 5 Monate. Da sieht man einfach mal, wie aufwendig dann doch dieser Umbau war, ja, ne? Ja, ja, haben wir selbst nicht gedacht. So, man denkt immer so, E63-Motor in C63 ist ja schnell gemacht, weil ja eigentlich, wie wir besprochen hatten, der gleiche Rumpfmotor ist, ne? Aber war doch nicht so, muss alles angepasst werden. Ja, Kühlung, Elektrik ist viel, dann ist das ja auch schon eine besondere Abstimmung, ne? Auf so viel Leistung. Hat schon ein bisschen gedauert, viele Kleinigkeiten. Elektrik heißt, der E63-Motor ist von der Elektrik her auch anders als ein C63-Motor? Wenn wir die Haube aufmachen, kann ich dir genau zeigen. Gerne doch, dann sagen wir nicht nein hier. Weißt du noch? Ich weiß nicht, wie es aufgeht. Ich mach's wahrscheinlich wieder kaputt. So, hier sehen wir auf jeden Fall schon mal von TTE die großen Lader. Das sind dann 1050 oder wie heißen die? Genau. 1050, ja. 1050, okay. Ist das dann irgendwie, aber die Gehäuse sind noch Serie, nur die Innereien sind größer? Ja, ist alles größer. Also wir haben ja großen Krümmer, was im Vergleich zur C-Klasse ja schon mal anders ist. Ne? Ah, okay, verstehe. Das ist ja schon mal anders. Und der Turbo ist riesig. Man muss jetzt als allererstes nochmal zur Erklärung sagen, das ist ein sogenanntes heißes V, das heißt V-Motor, wo nicht die Ansaugbrücke in der Mitte ist, sondern Ansaugbrücke ist wirklich links, rechts, unten drin am Längsträger und in der Mitte, deswegen heißes V ist quasi Auslassseite mit Krümmern und Turboladern. So, also wir haben ein C-Klasse-Steuergerät immer noch, also das Originale. Und bis hier haben wir auch ein C-Klasse-Carbon, ne? Also bis zu den Steckern hier. Ah. Und alles ab hier ist halt E-Klasse. Und alles, was beim E-Klasse-Carbon gefehlt hat, musste natürlich übernommen werden. Ne? Das sind so viele Kleinigkeiten wie Gaspedal und all sowas. Ne? Das ist auch alles funktioniert. Also wenn man einfach den Motor einbaut, dann läuft das Ding nicht. Direkt rein, einfach so geht nicht. Nee. Die dementsprechend Turbolader, das passt aber soweit alles dann Plug and Play? Oder ja, auch ja, so Downpipes, ganze Verrohrungen und so muss auch alles angepasst werden? Die Turbolader, die kann man bei TTE für den E63 so bestellen. Ne? Auf cool. Originale Krümmer. Krass. Aber sonst so an sich passt der Motor erstmal so rein. Das geht schon, weil es halt der gleiche Rumpfmotor ist. Das geht schon. Dann muss man natürlich, weil wir C-Klasse Getriebe auch fahren, muss man alle Leitungen irgendwie umändern. Ne? Getriebeölleitung läuft anders. Die Downpipe muss vom Winkel verändert werden. Die ganzen Kühlwasserleitungen, alles Mögliche. Getriebe ist E63, aber theoretisch anders? Ja, ist E63 hat ja immer Allrad auch. Ah, okay. Ich dachte immer, bei dem alten Modell warst du so, gab es auch ohne Allrad, ne? Gibt es den nur noch als Allrad? Den gibt es nur noch als Allrad, ja. Genau. Wir fahren jetzt hier komplett Umbau auf Heckantrieb. Verstehe. Okay, ist das E63-Getriebe dann aber eigentlich auch größer und massiver? Das heißt, ist, ja, ist das ein Problem in diesem Auto mit bei der Leistung und dem Getriebe? Oder ist das noch human, dass man sagen kann, das geht? Also mit C-Klasse Verstärkung, also Getriebeverstärkung geht das alles. Das geht? Ja. Okay, krass. Wurde auch alles verstärkt. Ja, sonst alles würde der nicht lang halten. Mit Verstärkung heißt andere Kupplung drin? Wobei, das ist ein Wandlergetriebe noch, ne? Ist das noch ein Wandlergetriebe oder hat der eine Kupplung drin? Das ist eine Wandler. Ja, Speedshift, ne? Okay. 7 Gang noch. Ab dem 3. Gang gibt es für dieses Fahrzeug Verstärkung. Die ersten 2 Gänge gibt es nichts. Finde ich eigentlich, also ich persönlich feiere diese Speedshift-Wandlergetriebe gerne. Ich mag das irgendwie, ne? Weil die immer noch so weich anfahren. Genau. Und dann, wenn das Ding einmal rollt, schnell schaltet halt. Ne? So, ich finde die eigentlich auch cool. Okay, und dann wahrscheinlich auch hier so mit diesen ganzen Klimaleitungen, Wasserleitungen und so, bis das alles sitzt, ne? Ja, ja. Ist wahrscheinlich auch. Es ist schon, also ist schon sehr kompakt jetzt, ne? Ist jetzt aber so, dass es wirklich fehlerfrei ist. Also es wirklich funktioniert, ja, ja, alles läuft, du alles. Du kannst den komplett auslesen, du hast keinen Fehler drin. Geil. Alles geht, auch alle Zusatzsysteme. Im Motorsteuer ist kein Fehler, funktioniert alles. Die Leistung auf einem C63-Motor wäre nicht gegangen? Nee, also ich sag mal so bis 800 PS würde gehen. Ne, ab da ist schon ein bisschen kritisch. Ne? Also der größte Unterschied sind halt die Kolben und Pleuel. Der C-Klasse-Motor ist 10,5 zu 1 verdichtet und der E-Klasse-Motor 8,6 zu 1. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Du kannst ja beim E-Klasse-Motor nur mit einer Stage 1, also nur Software, fahren wir schon 730 PS. Okay, krass. Das schaffst du beim C63 so nicht. Und das ist halt auch der Vorteil dann hier bei euch, dass ihr nicht nur die Werkstatt habt, wo ihr alles umbaut, sondern dann auch noch gleich den Prüfstand, wo ihr es halt alles immer gegenmessen könnt. Ne? Ja, ja. Man kann halt bei so viel Leistung geht das auch nicht anders. Der hat wahrscheinlich alleine 1000 Kilometer Prüfstand schon gesehen. Ja. Ja. Wenn man will, kann man jetzt theoretisch auch mit anderen Pumpen, müssten auch über 1000 PS gehen. Sobald die Lader mitmachen, wäre es machbar, weil jetzt fahren wir humane Leistung. Wie ist das mit Ladeluftkühlern?
Original. Funktioniert super, ne? Original C63 oder E63? E63. Okay, ja, okay, das natürlich ja. Hier alles reinzufriemeln, das wird natürlich dann, weil da wird die E-Klasse ja auch länger hier vorne sein, ne? Ja. Da wird doch viel mehr Platz hier vorne drin, so, ne? Ja. So, jetzt haben wir schon mal die Technik. Ein bisschen Krach und ein bisschen Leistung seht ihr gleich noch. Als allererstes muss ich mir jetzt aber den Karosseriebau noch mal reinziehen hier. Weil das sieht man ja auch nicht alle Tage, dass so ein Benz wirklich noch mal breiter gemacht würde. Pietro, was hattest du gesagt? Wie viel ist der breiter? 6 cm. 6 cm? Ja. Krass. Ja, wie schmal ist denn so ein C63 Original? Sehr schmal. Achso, ich fahre jetzt 10,5 mal 20. 6 in Summe. Also 3 pro Seite. 3 pro Seite. 3 pro Seite. Seite, ne? Also ich fahre jetzt 305er Reifen. Ja, ja, ja. Mhm. Mehr, also mehr geht nicht. Das heißt, hier drin wurde der breiter gemacht, ne? Richtig. Aber krass gut gemacht, ne? Auch wenn man sich überlegt, wie der Schweller wieder rausgeht und so, ne? Ja, also die Firma ist die Firma Hirl in Hahnbach bei Sulzbach-Rosenberg. Die haben ja damals schon meinen ersten RS4 Breitbau gemacht. Und die Firma ist echt top für solche Arbeiten. Die haben sich auch viel Zeit genommen, weil das ist auch nicht gerade ohne, ne? Weil guck mal, dieser ganze Übergang hier muss ja komplett breiter gestaltet werden, ne? Weißt du, das wird wahrscheinlich... Das wurde von innen aufgezogen, Plastik. Krass. Weißt du, weil normalerweise wird diese Kante hier stehen. Richtig. Und das ist wirklich alles breiter. Schon gute Leistung. Also wenn man es nicht... Da muss man wirklich ehrlich sagen, genauso wie mit dem Motor vorne, wenn man es nicht weiß, würde man es definitiv nicht sehen. Man sieht es nur, wenn ein anderer C63 daneben steht. Ne? Ein gleicher schwarzer, dann sieht man den Unterschied, sonst nicht. Und von hinten natürlich die 305er Reifen, das ist ja... Muss. Die braucht man, ja. Ohne die wäre das Fahren etwas riskant. Brauchst du halt auch wirklich, ne? Also, Auspuffanlage, kann man da Serie fahren oder wie macht man das in so einem Fall? Serie. Ja. Wir fahren 3,5 Zoll Downpipe, eingetragen, mit Cut. Überleg mal, da sind wir wieder bei unserer Diskussion von vorhin, heute und damals. Weißt du, heute kannst du wirklich so ein Originalauspuff fahren, ne? Ja, so, wenn du zu RS4-Zeiten gesagt hast, du fährst einen Originalauspuff. 90er Anlage, ja, weil damals drauf gehabt. Originalauspuff hat man damals einfach gar nicht drüber nachgedacht. Nein! Ich glaube aber, dass der große Unterschied ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass man damals unbedingt einen anderen Auspuff brauchte, dass das mit dem RS4 nicht geht, dass man mit dem Originalauspuff auch die Leistung fährt, ne? Man wollte nur damals unbedingt als allererstes was, Tuning das Größte, Auspuff was haben, es gibt, und das war damals 4 Zoll, glaube ich, 90er Anlage. 3,5 ist 90, genau. Und ich hatte 4 Zoll, ich hatte 100. Ich hatte 3,5 und es war schon ultra laut. Mittlerweile gibt es Golfs, die sogar 5 Zoll fahren. Nein! Das sind 127 Euro. Also es gibt einen Tuner, der Auspuff macht, der bietet 4 Zoll Anlage von AMG, aber das ist auch wenn die Klappen zu sind, das ist unfahrbar. Also, ja, und so ist toll. Halt echt geil. Ne? Also du kannst mit Klappen auf, ist das echt schon ordentlich laut und richtig schnell, aber du kannst auch Klappen zu, mit Familienurlaub. Ne? Genau. Das heißt, ihr könnt auch die volle Leistung mit Klappe zufahren, das ist kein Problem. Der reduziert die Leistung. Der reduziert dann, okay. Ja, du hast halt so viel Abgas, Rückstau, weil der hat ja 3 Klappen, das ist eine Performance-Anlage. Und die Abgase stauen sie einfach bei. Also klappt mal der. Eine in der Mitte und zwei. Und ich habe das gar nicht gewusst, ich habe das Auto 4 Jahre. Ich habe immer gedacht, der hat Klappe links, Klappe rechts. Bis er gesagt hat, der hat 3 Klappen. Der hat 3 Klappen. Vorne hat er noch eine Klappe. Das heißt links, rechts und vorne nochmal irgendwie. Ganz vorne in der Mitte. Ja. Habe ich gesagt, was? Aber also deswegen kriegt man das auch so leise hin. Ja. Ja, ja. Und wenn alle offen sind, gerade raus quasi. Ja. Krass. Aber wohlgemerkt, eingetragen. Was für ein Fahrwerk ist da drin? Das ist ein KW3. Also auch richtig Gewinde. Ja, aber das Problem ist, man kann es hinten nicht verstellen, weil der ja eine... Hinten kann man den Winkel ja nicht verstellen beim... Winkel meinst du Sturz? Den Sturz kann man hinten nicht verstellen beim Mercedes. Ja, ist bei vielen Hinterachsen. Ja. Dann könnte man nämlich eine richtig geile Performance für die Straße aufheben. Beim Audi ist es mal genau andersrum, kannst du nur hinten, aber vorne nicht einstellen. Okay, ja, cool. Aber sonst alles im Originalsteuergerät drin. Also kein Zusatzsteuergerät oder so, alles komplett über das Originalsteuergerät. Alles. Das heißt, läuft, fährt. Man kann auch human 500 Kilometer mit einem Volltank fahren, wenn man langsam fährt. Wenn du kein Gas gibst. Wenn man kein Gas gibt. Hätte sich ja gar nicht gelohnt dann. Ne? Nein. Okay, deshalb bin ich hier. Ich würde sagen, Daniel, mach du mal das Auto an und wir hören uns das hier hinten einmal an. Ja. Okay. Du hast es auch noch gar nicht gehört, ne? Nee. Ich habe das letzte Mal nicht mehr geschlossene Klappen gehört. Thank you.
dezent. Ultra dezent. Aber ich muss immer wieder sagen, Mercedes hat auch einfach den geilsten Kaltstart. Ne? Ja. Es gibt keinen Kaltstart, der sich geiler anhört als der von Mercedes. Genau. Und jetzt ist er leiser. Also er fährt das automatisch jetzt runter. Ja. Was? Ja, so, ab auf den Prüfstand. Ja. 911 wollten wieder haben, weißt du? 911 wollten wieder haben, ne? Wieder 911. Was natürlich krass ist, ist schon mal, also erstmal, wie sauber die Kurve ist, ne? Ja, wirklich. So, ne? Also dafür, dass sie ja kaum geglättet ist gerade, ist das schon wirklich voll. Was meinst du, wie das fährt? Weil du ja auf den letzten 1000 Umdrehungen nochmal richtig Leistung zulegst. Ne? Also du wirst da drin sitzen, das Ding wird immer weitergehen halt. Ne? Ja. Der schiebt oben raus. So, und 1200 Newtonmeter ist natürlich auch schon mal eine Ansage, ne? Ja. Oh. Ja. Das. Schnell gerade ja. Vor allen Dingen, ich fand den Klang geil, dass der so dumpf ist. Also der ist ja wirklich schön, richtig, ne? Das drückt ja hinten richtig raus. Kam halt auch mal kurz. Hat man gesehen? Ja, ja, kam richtig was raus. Solange er nicht das Brennen anfängt. Ja. Oder was hast du? Sprachlos. Ja doch, es ist ganz schön ordentlich vorwärts. Jetzt müssen wir nur noch auf der Straße testen. Wie viel Leistung warst du vorher gefahren? Also als das Auto angeliefert hat? 770, aber ja, das 700, weil wahrscheinlich irgendwas defekt war. 770 hat er die stärkste Leistung. Also gute 200 PS mehr? Ja. Jetzt? Ja. Vorher ist er eine 5.8, 6.0 gefahren und jetzt fährt das Auto definitiv weit unter 5. Also weiter unter 5. 4.7 glaube ich. 4.7, ne Daniel? 4.7 ja. Schafft er 100 auf 200 permanent. Echt ja. unter 5 Sekunden, krass. Unter 5 Sekunden. Ja. Das ist mit Hackertrieb. Also ich finde die Kurve ist auf jeden Fall wunderschön. Auch nicht so, dass sie zu krass so ansteigt, ne? Sondern wirklich so fast wie ein Sauger, nur halt nochmal mit ein bisschen Punch in der Mitte. Ne? Also wenn wir hier einen Cursor reinmachen, haben wir halt wirklich ab 4.000, unter 4.000 Umdrehungen schon über 1.000 Newtonmeter. Ne? Ja, krass. Und das hält sich wirklich bis Drehzahlende fast. Ne? Ja, ja, ja. Und hier haben wir schon auch bei 4,6 knapp 800 PS. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Also die Kurve ist wirklich schön. Ne? Das heißt, wie viel Messung habt ihr in Summe gemacht? Viele. Ausreichend. Ja, ja. Also das war. Hatte 1000 Kilometer mehr runter durch. Oh, ja. Nee, es waren schon viele, aber. Muss man auch machen, das muss ja funktionieren. So, eigentlich wollten wir beide jetzt ja noch eine Runde fahren, ne? Ja, aber bei diesem wunderschönen Wetter draußen. Ich glaube, bringen wir uns nur um, wenn wir es jetzt herausfordern. Ja, okay. Ja, ich glaube, das wird nichts, oder? Du bist das Auto schon gefahren? Nein, auf gar keinen Fall. Weil wir sind jetzt ja eigentlich hart im Leben, aber das ist, glaube ich, wirklich... Ja, das wird wahrscheinlich... Der wird wahrscheinlich also man kann wahrscheinlich das Potenzial des Autos gar nicht zeigen, ne? Nein. ESP und so weiter funktioniert aber theoretisch. Ja, also man kann jetzt einfach anmachen, reintreten, der macht halt einfach nichts. Ja, ja. Geil. Dreht nur durch. Okay. Auf ESP Sport, dann regelt er ein bisschen und du kannst es komplett ausmachen. Mhm. Ja, ich finde es auf jeden Fall mega. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir noch ein paar Fahraufnahmen für euch hinkriegen, aber jetzt im Regen sind wir leider zu spät. Ja, wir gucken mal, was wir machen. Nur ein bisschen. Die erste Fahrt, Vollgas, ab dritten Gang. Scheiße, Alter. Whoa, 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 whoa.